ab 0.50 Uhr die Oberleitung abzustellen und dann 10 Minuten später circa wird das erste Brückenteil schon am Haken hängen, an zwei Autokranen, mit dem wollen wir es einheben. Das ist ein 400-Tonnen-Autokran mit einer Taglast von gesamt 400 Tonnen und den zweiten mit 200 Tonnen wird es an zwei Seiten angehängt, wird drüber über die Bahn gelupft und wird dann auf die bestehende Auflagerbrücke aufgesetzt. Und es kann noch ein bisschen Probleme geben, wenn es heute Nacht ein bisschen Sturm gibt, was sie jetzt angekündigt haben. Aber wir hoffen mal das Beste, dass es so funktionieren kann. Das Teil hier wiegt ca. 34 Tonnen, ist soweit dann auch komplett vorbereitet. Es muss nachträglich nur noch der Überbettung reinkommen und die restliche Verglasung in dem Bereich, wo an der Auflagerbrücke vollständig wäre. Als Personeneinsatz sind geplant 8 Stahlbauer heute Nacht, welche wo die Erdung gleich anschließen, dass also auch der Blitzschutz und der Überspannungsschutz funktioniert. Und danach von der Bahn Sicherheitspersonal, wo die Bahnstrecke gucken, dass alles in Ordnung ist, dass alles abgeschaltet ist und so weiter, sind vielleicht auch nochmal 6 bis 8 Leute.